Ja, so, hallo, guten Morgen. Oder hallo, je nachdem, wenn ihr das Video anschaut. Schönes Wetter, aber die Sonne täuscht, ne? Wir haben 3 Grad. Ich habe jetzt in den letzten Tagen die Bienenvölker durchgeschaut. Ich zeige euch gleich mal, was ich da so, wie ich mir die ungefähr eingestellt habe von der Volksstärke. Habe nach dem Futter geschaut und ob die Königin im Prinzip da ist. Ja, ich habe da nicht filmen können, weil ich einfach die warmen Stunden am Tag ausnutzen wollte. Und sonst ist bei mir gerade so allgemein ein bisschen schwierig, weil wir ja parallel noch unser Betriebsgebäude in den letzten Abstimmungen sind. Da ziehen wir dann ja im 1. April ein. Aber da gibt es dann später in den folgenden Videos noch mehr. Also abonniert einfach meinen Kanal, dann seid ihr da immer auf dem Laufenden. Ja, wie das so aussieht, wenn man so die Vorbereitung hat. Ne, hier, ihr seht es hinter mir, hier sind Gitterboxen, da unten habe ich Beuten, ich habe jetzt ganze Garagen voll, wo ich schon mal Maschinen und Sachen mir vorbereitet habe, eben für dieses Betriebsgebäude, weil da vieles einfach anders eingerichtet wird. Da habe ich jetzt nach und nach das Material zum Teil schon beschafft, vieles kommt auch erst noch. Ja, so ist halt alles gerade voll. Ja, gehen wir mal zu den Bienen. Also wie gesagt, da habe ich letzte Woche habe ich hier die Völker angeschaut. Wer meine Videos schon länger verfolgt, der weiß ja, dass das hier Jungvölker sind. Ja, schauen wir uns irgendeins an. Dann erkläre ich euch mal, was ich da so gemacht habe. Mit einer Hand ein bisschen schwierig. So, oi. Also ich wartet mal ganz kurz. Hätte man doch einen Raucher mitnehmen sollen. Also wie ihr hier seht, ich habe hier die Seite eingeengt auf bienenbesetzte Waben. Hier sind noch Futterwaben als Reserve. Oh, jetzt machen wir doch gleich wieder zu. Oder holen uns einen Raucher. Aber vielleicht kann man es eigentlich ganz ein bisschen weggehen hier. Doch schon zu warm, ne? Ich dachte jetzt bei 3 Grad, da bleiben die noch ruhig sitzen. Aber gut, so täuscht man sich manchmal. Jetzt muss ich hier schon eine Biene aus dem Haar tun. So. Also, ihr habt es ja ganz kurz gesehen, ne? Ich habe die eingeengt einfach auf alle Waben, wo Bienen sitzen. Hab geschaut, dass da natürlich auch noch Futteranschluss da ist. Und genau, und habe dann rechts eben hinter dem Sheet bei mir in dem Fall habe ich einfach noch Futterwaben als Reserve und zum Teil sind es auch einfach leere Waben, die ich da habe, weil ich weiß, ich brauche die vielleicht noch. Und wie gesagt, das sind jetzt die Jungvölker, die sind nur ein bisschen schwach. Also ich habe auch Völker, die sitzen schon auf 7 Waben. Also durchaus auch stärkere, es gibt aber auch schwächere, ne? Da brauchen wir, das gibt es auch. Ja, wir haben jetzt noch, vielleicht, bei uns ist es relativ weit, ne? Wenn man hier unten die Birne schon anschaut, sagen wir mal, geben wir denen je nach Wetter noch 2 Wochen, ne? Dann blüht die, beim Raps wird es ähnlich aussehen. Und ja, vom weiteren Vorgehen wird es dann einfach so sein. Ich gehe dann nochmal meine Völker durch. Nehme dann auch zum Teil diese Futterwaben, die ich hinter dem Sheet habe, nehme ich dann raus, wenn da noch viel Futter übrig ist. Und dann gibt es im Prinzip den Honigraum auch irgendwann, ne, wenn das Volk entsprechend stark ist. Hier, das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Hier habe ich so ein, das mache ich, wenn ich zwei mir zu schwache Völker habe, wo ich auch der Meinung bin, dass die Königin nicht gut ist, dann nehme ich die einfach und setze das Volk oben auf und fange die schlechte oder die Königin, wo ich glaube, wo schlecht ist, die fange ich raus. Das mache ich halt dann mit zwei schwachen Völkern. Ja, da gibt es dann meistens im Frühjahr keinen Honig,
Aber diese zwei schwachen Einheiten, die werden dann bis zum Sommer schon noch fit. Oder man kann Jungvölker draus machen. Die wandere ich auch in der Regel nicht. Solche Völker bleiben erstmal im Frühjahr stehen. Und ja, vom Überwintern allgemein vielleicht bin ich echt zufrieden. Ne? Also man sagt ja so, in Amerika oder in Kanada, wo die Bienen ja im Innen überwintert werden, in temperierten Räumen, die sind ja oft so 5, 6 Grad eingestellt. Und wir hatten einen relativ milden Winter, da werden wir relativ nah an die 5 Grad kommen, was optimal als optimal gilt. Und dementsprechend bin ich auch mit der Überwinterung top zufrieden. Also ich habe wie immer halt diese ganz jungen Völker oder meine ganz schwachen Völker, die ich entlasse, oder wo ich meine Ersatzkönigin überwintert, da habe ich ein bisschen nachfüttern müssen. Aber sonst im Großen und Ganzen hat es bisher super gepasst. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wie euer Interesse ist mit dem Betriebsgebäude, ob ich da ein paar Videos drüber machen soll, wie wir das umbauen, wie wir das einrichten. Ja, freue ich mich. Dann wünsche ich euch viel Spaß und hoffe, dass es bei euch auch über den Winter gut geklappt hat. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, freut mich. Also, bis dann, ciao.